Die Illusionen, die Frauen heute haben, wenn es um ihre Ansprüche geht, sind einfach mal phänomenal. Und ich bekomme auch genug Nachrichten von Jungs, die in der Beziehung regelrecht misshandelt werden und Frauen dort völlig freidrehen. Das geht teilweise bis zum Punkt, dass Männer, wie gesagt, obwohl sie richtig gute, normale und solide Typen sind, einfach nichts mehr richtig machen können und Frauen auf den kleinsten Fehler warten, um sich woanders umzusehen. Die MeToo-Veranstaltung war und ist hier ja das beste Beispiel bzw. einer der Auslöser. Du sollst selbstbewusst sein, aber bloß nicht zu selbstbewusst, denn dann bist du ja toxisch männlich und stehst, wenn's blöd läuft, mit einem Bein im Knast. Du sollst lieb und verständnisvoll sein, aber bloß nicht zu lieb, denn dann bist du ja wieder langweilig. Du sollst sechsstellig im Jahr verdienen, aber bloß nicht die ganze Zeit unterwegs sein, um das Geld überhaupt generieren zu können. All das färbt natürlich auf Männer ab und die wenigen Top-Qualitätsmänner, die werden den Teufel tun, eine feste Beziehung mit Frauen einzugehen. Und schon sind wir wieder bei der MGTOW-Philosophie, der ich persönlich übrigens wenig abgewinnen kann. Ich habe dazu schon ein Video gemacht und jeder einzelne Satz, den ich dort gesagt habe, bleibt nach wie vor stehen, auch wenn es vielen nicht gefallen hat. Apropos gefallen. Frauen heute gefallen sich nicht nur in ihrer Opferrolle, die de facto eine Machtergreifung ist, sondern sie gefallen sich offenbar auch in ihrem Casual-Dating-Element. Warum aber sind Frauen heute überhaupt so stark in der sogenannten Hookup-Kultur engagiert? Na, weil sie es können und weil sie es sollen. Den Trend, den haben wir ja eigentlich schon, seitdem die durchgeknallten 68er sukzessive an die Macht gekommen sind. Und deren Schüler und Kinder haben heute im Prinzip das erreicht, was von Anfang an geplant war. Eine komplette Vereinzelung und Atomisierung des Volkes. Naja, nichts ist eben zerstörerischer und fanatischer als liberale Ideologien. Das sollte mittlerweile der Letzte erkannt haben. Richard Cooper, bei dem ich ab und zu gern mal reinschaue, kommt in seinem Video, warum Männer vereinsamen, mehr oder weniger zu denselben Schlussfolgerungen. Kannst dir das Video ja auch mal ansehen, wenn du magst. Also, Hookup-Kultur, und das habe ich auch schon öfters gesagt, ist für Frauen schädlicher als für Männer. Das ist einfach psychologisch, evolutionär und biologisch belegt. Muss eigentlich nicht mal debattiert werden. Aber nochmal, kein einziger gesunder Vertreter unter den Top-Qualitätsmännern, also 1,85 groß, überdurchschnittlich fit, super intelligent, extrem charmant, mit einem spannenden und interessanten Leben, eine 250.000 Jahreseinkommen. Nicht ein einziger von denen, in Zahlen 0,0, hat romantisches Interesse an einer verbrauchten Frau.